Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe des ICF-Börsenlexikons. Und ich habe wieder Jan Duisberg hier bei mir an meiner Seite. Schön, dass du da bist, Jan. Wir haben in der vergangenen Sendung über den Buchstaben O gesprochen. Obligation, operativer Gewinn, Outperformer. Demnach geht es mit dem Buchstaben P weiter. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit einem richtigen Börsenwort an. Könnte auch ein Bauwort sein, ist nämlich Parkett. Hallo liebe Franziska, schön, dass ich wieder hier bin. Ja, Parkett, das ist natürlich ein wunderbares Wort. Das ist einfach der Ort, an dem wir handeln. Der heißt Parkett, da liegt auch Parkett. Das hat sich so eingebürgert und das ist einfach, damit meint man weltweit die großen Börsenhandelssäle, an denen das, der Präsenzhandel noch stattfindet, der heute natürlich nur noch zum geringen Teil im Vergleich zum computerisierten Handel stattfindet. Auch wir arbeiten natürlich computergestützt, aber es ist nach wie vor das Parkett und der Ausdruck hat auch was Schönes und irgendwie ist es auch ein bisschen, ja, ein berühmtes Wort. Nostalgisch. Das Parkett. Nostalgisch. Das war das Wort, was, ne, ich gesucht hatte. Danke. Also genau. Tatsächlich, also wenn man da hinkommt und über dieses Parkett läuft, das hat schon was. Ganz da ist, genau. Da steckt Geschichte drin. Ganz genau, ja. Wir hatten schon mal leichte Aktie. Jetzt haben wir aber gesagt, nee, das nehmen wir da nicht. Wir machen, wenn wir beim Buchstaben P sind. Jetzt sind wir ja nun mal bei P angelangt und jetzt machen wir die leichte Aktie in Englisch und es ist Penny Stock. Penny Stock, genau, das Gegenteil davon. Das ist das Gegenteil von den schweren Aktien oder von den Blue Chips, die wir ja schon mal angesprochen hatten, also die großen Papiere, die schon lange am Markt sind, die hohe Preisnotierungen haben und etabliert sind. Und das Penny Stock ist immer so ein bisschen was, natürlich, es hat den Ruch eines Zockerpapiers, die kosten teilweise wirklich nur einige Cent, das ist richtig, manchmal dann auch mehr. Und das sind Aktien, die sich teilweise halt auch mal ganz schnell um 20-30% in sehr kurzer Zeit nach oben oder unten bewegen können. Die sind interessant für sehr aktive Trader, die handeln das gerne, die sind auch News getrieben, manchmal auch, wie es so schön heute heißt, dann Fake News, da kommen irgendwelche Meldungen, die sich dann halt 3 Tage später als doch nicht so ganz richtig herausstellen, aber sie bewegen diese Aktien. Nicht alle Penny Stocks sind solche Papiere, aber man assoziiert es oft damit, mit diesen kleinen Papieren, die markteng sind und zu sehr geringen Preisen notieren. Also Penny Stock, eine Aktie, die unter einem Euro, einem Dollar wert sind. Richtig. Deren Performance ist ja zum Teil durchaus eben bewegt, weil die viel hin und her gehen. Das hast du eben gesagt und somit sind wir beim nächsten Wort. Das ist nämlich die Performance. Performance ist jetzt gerade wieder in aller Munde zum Jahresende. Da müssen nämlich alle ihre Performance vorzeigen. Der DAX wird irgendeine Performance zum 31.12. haben gegenüber dem Jahresanfang und da orientieren sich dann natürlich alle wieder dran. Das ist einfach das, was wichtig ist fürs Benchmarking. Jeder wird ja irgendwo dran heute gemessen. Ein Manager in seinem Unternehmen an der Performance der Konkurrenz und ein Fondsmanager bei uns in der Börse halt oder was auch immer irgendwie. Wie ist denn die Performance von dem, was du gemacht hast? Also im Prinzip geht es um prozentuale oder absolute Zugewinne, die man hoffentlich erzielt hat. Ich glaube, es ist ein bisschen ein älterer Begriff, aber nicht weniger schön. Pfandbrief, ja, ein bisschen aus der Mode gekommen. Es liegt auch daran, dass natürlich die Verzinsung, also ein Pfandbrief ist ein fest verzinsliches Wertpapier und ist ein bisschen aus der Mode gekommen, weil es halt nicht so hohe Zinsen bietet. Das wiederum liegt daran, dass es besichert ist. Oft steckt eine Immobilie dahinter oder auch ein anderer Sachgegenstand, sage ich mal, der das Ganze wirklich sehr, sehr sicher macht. Bei Pfandbriefen kann man sagen, geht nichts schief. Aber dafür ist auch die Verzinsung gering. Bei einer Anleihe kann heutzutage mal was schiefgehen. Da kann es mal einen Zahlungsausfall geben, gerade im Unternehmensanleihenbereich oder eine Teilrückzahlung nur. Und dann stürzen die Kurse ab. Dafür hat man höhere Renditen dann als Anleger. Und deswegen sind Pfandbriefe so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Als Journalistin würde man als nächstes sagen, was hat denn das mit Börse zu tun? Das frage ich dich jetzt auch. Pflichtblatt, ist das ein Börsenbegriff? Hat das was mit Zeitung zu tun? Oder ist das was ganz anderes? Pflichtblatt, ja, das ist ein Wort, was mir sehr gut gefällt, weil es erschließt sich nicht zunächst. Was ist ein Pflichtblatt? Was kommt da auf mich zu? Ich mache mal ein Beispiel, also den Bundesanzeiger. Das ist ein Pflichtblatt, könnte man sagen, wenn man eine Unternehmung gründet. Da stehen die ganzen Unternehmen drin, wer was getan hat. Also das ist der Bundesanzeiger. Und Börsen tendieren dazu oder machen das, dass sie Pflichtblätter benennen, wo ihre Ad-Hoc-Mitteilungen zum Beispiel genannt werden müssen. Also in der Börse Frankfurt ist ein Unternehmen notiert und da gibt es ja die Publizitätspflichten und ganz viele Paragraphen und Regelungen heute mehr denn je.
Und wenn man dann irgendetwas veröffentlicht, muss man das in gewissen Blättern tun, die gewisse Standards erfüllen. Ich sage jetzt mal, das ist sicherlich nicht irgendwie die Bild-Zeitung oder... Aber es hat schon was mit Zeitung und Veröffentlichung. Ganz genau, also mit Veröffentlichung. Also gar nicht so weit weg von dem Journalistischen. Absolut nicht, nein. Also es geht um Veröffentlichung in gewissen Medien, die die Börsen für relevant halten, wo sie verlangen, wenn du bei uns notiert bist und eine Ad-Hoc-Publizität oder sowas machen musst, da, dann bitte auch in diesen Medien das veröffentlichen. Da gehen wir davon aus, dass der Öffentlichkeitswirkung Genüge getan ist und die Leute das lesen können, wenn sie denn möchten. Ja. Platzierung ist das nächste Wort. Also eine Ad-Hoc-Meldung platzieren im Pflichtblatt ist das eine, aber das ist mit Platzierung, glaube ich, in dem Sinne nicht gemeint. Es geht auch nicht um erster, zweiter oder dritter Platz, geht es manchmal auch, da wären wir wieder bei der Performance, um nochmal einen Schritt zurückzugehen. Nein, damit ist gemeint, man platziert ein Anleihenpaket oder eine Aktie oder ein Aktienpaket platzieren oder auch umplatzieren. Oft ist es so, dass größere Fonds sehr große Aktienpakete haben, von denen die sich trennen möchten. Dann suchen sie irgendjemanden, der das vielleicht übernimmt, vielleicht auch OTC, over the counter, also ohne, dass man die Börse dazu bemüht, dann wird was platziert. Man spricht mit den Leuten auch hinter den Kulissen und sagt, okay, ich zahle den Preis, dann platziert man was um. Oder man platziert eine Aktie an der Börse zum ersten Mal, erst Notierung, da wird dann auch sozusagen etwas platziert, ne? Irgendwo zum ersten Mal oder umplatziert. Ne? Jetzt kommt ein Begriff Point-and-Figure-Analyse. Was ist das denn? Ja, das ist ein Begriff aus der Charttechnik. Die klassische Charttechnik kennt man. Das ist letztlich irgendwie Zeit und Kurs in einem Diagramm, XY-Diagramm. Das gibt dann eine Kurve, je nachdem, wie die Aktie verläuft, wohin von links oben nach rechts unten oder umgedreht. Das ist schöner. Oder die Hockeystick-Charts, die wir ja schon mal hatten. Point-and-Figure ist eine Analysetechnik. Da ist das, was der Kurs tut, steigen, fallen oder so, in gewissen Punkten und Xen kodiert. Ich kenne das jetzt auch nicht speziell, die genauen Details. Es gibt dann eine gewisse Art und Weise, die Charts zu zeichnen, anders als zum Beispiel Candlesticks oder Balkencharts. Das sieht anders aus. Und daraus schließt der Analyst dann, was als nächstes kommt. Letztlich ist es eine Form der Chartanalyse, die ein bisschen anders, ich sage mal, kodiert ist. Die Charts sehen dann etwas anders aus. Letztlich sind aber alle Kursinformationen, wenn man das Chart lesen kann, darin enthalten und man versucht, aus Informationen in der Vergangenheit auf das Verhalten von morgen oder in der Zukunft zu schließen, wie immer bei der Chartanalyse. Weiter geht's mit dem Begriff Portfolio. Portfolio, ich sage es mal ganz einfach, jeder Fonds, die Fonds, die ich jeden Tag betreue oder die Kurse für mache im Bereich meiner Market-Maker-Tätigkeit, sind Portfolios. Eine Ansammlung von Aktien, eine Ansammlung von Anleihen oder auch beides zusammen. Also ich kaufe mir privat für 10.000 Euro 7 Aktien, Gegenwert 9.000 Euro, dann habe ich ein Portfolio, was aus 7 Aktien besteht, mit einem Gegenwert von 9.000 Euro, um es mal ganz einfach zu erklären, was sich dann einfach bewegt, auf oder ab. Wir sind eingestiegen mit dem Wort Parkett und haben über das Frankfurter Börsenparkett gesprochen. Jetzt sind wir bei der Präsenzbörse. Ist ähnlich, oder? Ist irgendwie ähnlich, wird auch irgendwie synonym verwendet. Präsenzbörse, das ist dann die Börsenzeit. Also wir haben die Präsenzbörse von 8 bis 22 Uhr. Da ist dann auch jemand, da steht dann wirklich jemand da, da wird gehandelt und theoretisch kann auch noch jemand reinkommen und mit uns handeln, was aber eigentlich nicht mehr passiert. Ja, das geht nur noch über den Computer. Das ist die Präsenzbörse. Das kommt halt noch aus der Zeit, wo wirklich die Börsenzeit auch noch mehr eingeschränkt war, nämlich von 10 Uhr bis 14 Uhr. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, wie das war die Zeiten vor deiner waren. Zeit. Vor meiner Zeit auch noch, ja. Und das war dann die Präsenzbörse. Davor gab es dann den außerbörslichen Handel sozusagen, der computergestützt schon war. Und das ist so auch so ein nostalgischer Begriff noch ein bisschen. Aber natürlich gibt es das auch heute noch, klar. Und was ist ein Preisindex? Ein Preisindex ist das Gegenteil zu einem Kursindex. Bei einem Preisindex fließen noch, der DAX ist ein Preisindex, da fließen noch andere Informationen oder andere Komponenten in den Preis ein, zum Beispiel Dividenden werden noch eingerechnet. Und Kursindizes bewegen sich in der Regel nicht so schön nach oben wie Preisindizes, weil sie schlicht und einfach, ja, ich formuliere es mal so, mehr enthalten. Also wenn ich jetzt einfach nur die Kurse von Aktien ohne die Dividende berechne, ergibt das einen Kursindex, um mal ein Beispiel zu machen. Wenn ich die Dividende mit einberechne, gibt es einen Preisindex. Und der ist dann logischerweise höher. Ja. Man kann den DAX also auch als Kursindex berechnen, dann sieht er etwas weniger schön aus, als er es als Preisindex tut. Wir rufen ja immer wieder dazu auf, gerne Wunschbegriffe uns zu schicken, die ich dir dann wieder vorstelle und du sie uns erklärst. Und genau das ist passiert. Und zwar, Achtung, Prozentnotiz. Ja, das ist ein schöner Begriff. Braucht man bei Anleihen, bei manchen Papieren, die so Zwischenformen sind auch.
Und das gibt immer mal wieder, gerade bei strukturierten Produkten, Probleme. Da steht ein Kurs von 101 und die Leute kaufen 10 Stück. Naja, dann erwartet man 10 mal 101. Wenn es aber eine Prozentnotiz wäre, würde man dann den Auftrag erteilen, für 10 Euro, wenn man die 10 ins System eingibt, zum Prozentkurs von 101 zu kaufen. Ich mache mal ein einfaches Beispiel, was das noch schöner verständlich macht. Man würde 100.000 Euro in einer Anleihe anlegen, die einen Kurs von 98,7 hat, Prozentnotiz. Dann macht man 100.000 mal 0,987 und dann legt man nur 98.700 in diese Anleihe ein, nominal 100.000, bezahlt aber nur 98.700 dafür und der Rest ist dann die Differenz. Das ist zum Beispiel bei Null-Coupon-Anleihen so. Und wenn die dann zurückgezahlt wird, kriegt man den vollen Wert und diese Differenz ist dann die Rendite. Aber das verwirrt die Leute oft, weil Prozentnotiz, ja, heißt das jetzt, ich muss 98% von dem Wertpapier kaufen? Also es ist ein erklärungsbedürftiger Begriff. Ich hoffe, das, was ich gerade erklärt habe, hilft so ein bisschen weiter. Sonst einfach nochmal selber nachschauen, dann erschließt sich das. Wir machen weiter. Passt irgendwie mit dem Publikumsfonds nach dem Publikumswort. Publikumsfonds, damit meint man ganz einfach die ganz klassischen Mutual Funds, heißen sie auch jetzt neudeutsch, die ganz normalen Fonds, die man handelt. Also einfach das, was man bei der KAG kaufen kann oder heute auch bei uns zum Glück seit einiger Zeit an der Börse, die ganz normalen Investmentfonds sind Publikumsfonds. Und schon sind wir beim letzten Begriff mit dem Buchstaben P und das ist der, die, das Put. Der Put würde ich jetzt ganz spontan sagen, obwohl heute weiß man nie mehr so ganz genau mit der neuen Rechtsprechung. Nein, das passt schon. Also der Put ist entweder eine Absicherung auf fallende Kurse für ein bestehendes Portfolio oder für eine bestehende Aktie oder für einen Aktienindex oder eine Spekulation hierauf. Man kann auch bewusst sagen, ich setze auf fallende Kurse und kaufe einen Put, eine Put-Option, einen Put-Optionsschein, der mich berechtigt, dann in einiger Zeit eine bestimmte Aktie in einem bestimmten Zeitraum zu einem bestimmten Kurs zu verkaufen, was natürlich nur dann Sinn macht, wenn die Aktie, der Index oder das Papier unter diesen Wert fällt. Ansonsten ist das ja nicht attraktiv, dann könnte ich es ja höher verkaufen. Also ein spekulatives Investmentobjekt. Sagt Jan Duisberg. Vielen Dank für diese Erklärrunde. Und liebe Zuschauer, Sie haben gesehen, es geht ganz einfach. Der nächste Begriff, immer her damit. Und wir arbeiten den dann hier auf. Und in diesem Sinne sagen wir jetzt erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.